Ich höre immer wieder die Frage, warum finde ich denn nicht den richtigen Partner? Ich lese es auch immer wieder im Internet recht oft und die Frage kommt immer wieder auf und die Frage habe ich mir natürlich auch sehr lange gestellt. Ja, und da stelle ich mal eine Gegenfrage. Was ist denn der richtige Partner für dich? Hast du dir schon mal wirklich Gedanken gemacht, wie denn dein Partner sein sollte? Also wirklich mit ganz klaren Eigenschaften. Wir wissen ja oft, wie er nicht sein sollte. Und dann gibt es auch solche Sachen wie er sollte treu sein und ganz so, wie wir auch gelernt haben, wie eine Beziehung sein sollte. Aber schau mal tiefer in dich. Also wie sollte deine Partnerin, welche Eigenschaften sind für dich ganz hervorstechend? Und die zweite Frage, die ich an dich stelle, ist, wie definierst du denn einen Partner? Was sollte ein Partner erfüllen, deiner Meinung nach? Für was ist er denn zuständig in der Partnerschaft? Und da fängt es oft an, dass wir von unserem Partner Sachen erwarten, die er eigentlich gar nicht erfüllen kann. Also wir lernen jemanden kennen, Frau, Mann. Und dann ist erstmal die Erwartung ganz groß. Ah, und die erste Begegnung ist super toll und man unterhält sich und die ersten Monate laufen ganz gut. Und dann ist ja das berühmt-berüchtigte, die rosarote Brille fällt ab, man fällt in den Alltag, Alltagsprobleme kommen auf einen zu, man wird mehr wieder, wie man wirklich ist. Mit all seinen Ecken und Kanten, man zeigt sich mehr, man lässt seine Gefühle mehr freien Lauf, man zeigt seine Gefühle mehr. Und dann passiert es oft, dass es dann zu diesen Unstimmigkeiten kommt. Und ich behaupte jetzt mal, rein, weil ich ja immer mit dem systemischen Blick schaue, dass wenn wir den richtigen Partner nicht finden, dass es damit zu tun hat, dass wir erstens mal gar nicht wissen, wer ist denn der richtige Partner für mich? Zweitens mal, dass wir unglaublich hohe Erwartungen an den Partner stellen, die ihm gar nicht gerecht werden. Und jetzt gehe ich mal ins Familiensystem rein. Stellt euch mal vor, ihr seid Mama, Papa und ihr seid noch klein. Und dann habt ihr Bedürfnisse. Nach Trost, nach Aufmerksamkeit, nach Liebe, nach gehalten werden, nach Freiraum, was auch immer. So, und wie auch immer euer Familiensystem sich gestaltet hat mit eurer Mama und mit eurem Papa, da wir alle, auch ich als Eltern, du als Eltern, wir alle als Eltern, nun mal nicht perfekt sind, werden bestimmte Bedürfnisse im Kind nicht befriedigt. Das heißt, mein Kind möchte mehr Freiraum, ich als Mutter habe Angst, möchte ihm nicht so viel Freiraum geben, weil ich Bedenken habe, es passiert was. So, jetzt hat das Kind das Bedürfnis aber noch Freiraum. Das gebe ich ihm als Mutter zum Beispiel aber nicht. Und irgendwann wird dieses Kind erwachsen, wächst dran und hat einen unglaublichen Drang nach Freiraum. Die Eltern treten zurück und das wird auch vergessen, was da in der Kindheit war. Und wir vergessen auch, dass wir eigentlich recht viel Freiraum uns gewünscht hätten und uns vielleicht eine überängstliche Mutter zu sehr bemuttert hat. Und dann kommt der Partner. Und in den ersten Monaten ist alles gut und man liebt sich und es ist alles toll und schön und es ist sehr eng. Und dann kommt der Alltag, wie vorhin beschrieben. Und dann merke ich plötzlich, ich bräuchte eigentlich ein bisschen mehr Freiheit. Mir ist es hier zu eng. Und unbewusst werden wir an etwas erinnert, das ganz alt ist. Und dann erwarten wir von unserem Partner eigentlich das, was wir in unserer Kindheit gebraucht hätten. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und das ist eine große Krux an Beziehungen, dass wir immer wieder mit unseren kindlichen Bedürfnissen an unseren Partner, an unsere Partnerin herantreten und sagen, mach das mal wieder gut oder mach das mal richtig,
was in meiner Kindheit vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Gib mir die Aufmerksamkeit, die ich als Kind nicht bekommen habe. Gib mir die Freiräume, die ich als Kind nicht bekommen habe. Gib mir den Trost, den ich als Kind nicht bekommen habe. Heil all das, was mir als Kind widerfahren ist. Und diese Aufgabe ist definitiv nicht für unseren Partner gedacht. Und was ist denn die Frage nach, warum finde ich denn nicht den richtigen Partner? Vielleicht gilt die Frage, warum finde ich denn nicht den Partner, der meine Wunden heilt, der meine Defizite mit löst? Und ich behaupte, dass eine Partnerschaft so nicht möglich ist und dass wir so nie den Richtigen finden werden oder die Richtige. Weil wir Nöte in uns tragen, die wir uns nicht angeschaut haben und die recht stark sind und die der Partner gar nicht lösen kann, weil sie er gar nicht verursacht hat. Und ich rate euch, also aus eigener Erfahrung heraus, weiß ich, dass der Blick zurück, und mal zu gucken, ne, also oft ist es ja der gegengeschlechtliche Elternteil, also wenn du eine Frau bist, dann schau zu deinem Papa, wenn du ein Mann bist, schau zu deiner Mama, weil das sind ja die gegengeschlechtlichen Rollen, oder wenn ihr Transgender seid, Mama, Mama, Papa, Papa. Und guck da mal, was ist denn da für eine Beziehung, was war denn da, wie ist dann das gelaufen und welche Defizite hatte ich denn da? Und guckt mal hin und schaut, was ihr da gebraucht hättet. Und dann guckt mal in eure vergangenen Beziehungen und schaut mal, ob ihr da vielleicht schon die Tendenz hattet, das vom Partner zu verlangen. Das wird nicht funktionieren, das wird immer wieder Chaos bringen. Eine kleine Geschichte dazu. Wir haben am Tisch gespielt, ein Tischspiel, und ich bin kurz aufgestanden und dann hat mein Freund zwei Zahlen vertauscht. Ich wusste das nicht, habe mich hingesetzt, wir haben weitergespielt, ich habe dann aber nicht gewonnen und dann haben sie gelacht und haben mir erzählt, dass sie die Zahlen vertauscht haben. Und in mir ging ein Vulkan hoch, eine Gefühlsexplosion und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht und ich war total aus dem Häuschen und ich war enttäuscht und also eine unglaubliche Gefühlswallung kam in mir hoch. Und ich denke immer an den Satz, was wallt, ist alt. Also wenn dein Gegenüber, dein Partner eine unglaublich hohe Emotion in dir auslöst, mit einer objektiven Kleinigkeit, dann kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass es was Altes ist. Das hat in dem Moment eigentlich gar nichts mit deinem Partner zu tun. Okay, dann habe ich mich mal zurückgenommen und habe gedacht, okay, was Wald ist alt, was ist denn hier los? Und habe mich zurückgezogen und habe mal nachgeforscht, was das für Gefühle sind, enttäuscht sein, mit was hat es zu tun, Vertrauen, Vertrauensbruch, ich bin rausgegangen, die Zahlen wurden vertauscht, ich kam wieder. Und dann bin ich zurückgegangen und habe überlegt, woher kenne ich denn das Gefühl? Und kam auch wirklich bei einer Situation an, woher ich das Gefühl kenne. Und natürlich kam es aus meiner Vergangenheit und es ging um Vertrauen und um Vertrauensmissbrauch, der aber mit der jetzigen Situation nichts zu tun hatte. Natürlich ist es schon ich vertraue euch, ich gehe vom Tisch weg, ich vertraue euch, dass es alles in Ordnung bleibt. Aber meine Reaktion darauf war absolut nicht mehr angemessen. Und nachdem ich da hingegangen bin, zurück zu dem Erlebnis und habe da so ein bisschen hingespürt und konnte es so freilassen und habe das verstanden, um was es denn geht, ging es mir viel besser, es wurde viel ruhiger in mir. Ich konnte zurück an den Tisch gehen, habe dann gesagt, hey Freunde, das gefällt mir nicht, dass ihr die Zahlen da vertauscht und das nächste Mal vertraue ich zu 100% drauf, wenn ich aufstehe, dass hier nichts vertauscht wird, weil das gefällt mir nicht, das macht mir keinen Spaß. Und damit war die Sache für mich absolut erledigt. Und jetzt ist die Frage, ist es mein richtiger Partner,
wenn er die Zahlen vertauscht und ich in diese Gefühlswallung komme, wenn ich jetzt nicht das Wissen hätte, das systemische Wissen, ne, hätte ich wäre völlig konfus gewesen und hätte völlig mit diesen ganzen Emotionen wäre auf ihn losgegangen und habe mir gedacht, ja, und dem kann ich ja nicht vertrauen und das funktioniert nie. Aber ich konnte durch mein Wissen, durch meine Erfahrung, konnte ich mich stoppen, konnte in mich schauen, konnte die Situation ganz anders sehen danach. Also nochmal die Frage, wann ist denn der Partner der Richtige? Schaut mal nach. Spult nochmal zurück zu den ersten Fragen. Setzt euch mal wirklich hin. Und ich empfehle euch ganz stark, schreibt es auf. Schreibt die Frage hin und schreibt mal dazu, was euch einfällt. Und vielleicht am nächsten Tag nochmal. Und ich bin mir fast sicher, dass ihr ein Stückchen weiterkommen werdet und werdet vielleicht auch Strukturen sehen in euren vorherigen Beziehungen, wo es um Bedürfnisse ging, die mit euren Eltern zusammenhängen. Also von dem her ist meine Erfahrung, wenn ich in meiner Vergangenheit aufgeräumt habe und immer wieder aufräume, dann begegne ich auch einem Partner oder einer Partnerin, der ich nicht alles auferlege. All das, was mir widerfahren ist, was ich für Erfahrungen hatte, ich tue es ihm nicht auferlegen, das wieder gut zu machen, sondern ich wünsche mir einen gleichberechtigten Partner, der an meiner Seite ist, mich begleitet, unterstützt. Und das heißt nicht, dass er mich nicht tröstet oder dass er nicht da ist für mich, aber er muss es nicht wieder gut machen. Und er muss die Löcher, die entstanden sind, nicht stopfen. Dafür ist er nicht da, sondern der Partner, die Partnerin ist da, um sich gegenseitig zu lieben. Und das ist auch positiv gegangen. Wie ist denn der Partner, wenn er auf Augenhöhe ist? Nicht, wenn er mich, wenn er meine Einsamkeit wegmachen soll, dass ich nicht mehr so alleine bin. Dazu ist der Partner nicht da. Der Partner ist ein gleichberechtigter Partner. Heißt ja schon so, das Wort Partner. Ne? Gleichberechtigt durchs Leben gehen. Und er ist für nichts, was uns betrifft, verantwortlich. Für gar nichts. Er ist für sein Leben verantwortlich und du bist für dein Leben verantwortlich. Und so geht man nebeneinander und unterstützt sich und hilft sich gegenseitig. Aber es ist nicht, Partnerschaft ist nicht dazu da, dass der eine den anderen trägt oder heilt. Und ich habe es selbst erlebt und ich erlebe es auch immer wieder. Wenn du zurückguckst auf deine Beziehungen zu deinen Eltern, Großeltern, in deinem Ahnensystem und wenn da noch Dinge offen sind, die du lösen kannst oder schließen kannst, aussprechen, nachleben, nachnähern, dann wird sich da was in dir nachnähern und dann bist du eine ganz andere Partnerin oder ein ganz anderer Partner und dann wirst du auch jemand ganz anderem begegnen, der oder dem Richtigen. Und ja, das ist meine Wahrheit und ich habe es so erlebt und ich kann euch nur ermutigen, beantwortet die Fragen am besten schriftlich, schaut mal in euer Familiensystem, schaut auf die Wiederholungen, schaut auf eure alten Beziehungen, wie war das und dann könnt ihr Stück für Stück vorwärts gehen und schauen, was braucht ihr denn. Und kümmert euch um euch selber, kümmert euch erstmal um eure inneren Baustellen. Und wenn ihr da dabei seid und wenn sich da was löst, was vorwärts geht, was heilt, werdet ihr mit absoluter Sicherheit den richtigen Partner finden. Das kann ich euch versprechen. Viel Spaß beim Suchen und Finden. Tschüss.